Damit ein herzliches Willkommen zu Achtung Erde 1 mit der Shadow und Flame Mod. Wir werden heute die böse Kampagne spielen und anfangen. Und ich denke, wenn wir mit der bösen Kampagne fertig sind, gehen wir zur guten Kampagne. Wir werden das alles auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Ja, ich werde es auch so machen, jede Folge. Eine Mission ist eine Folge ungefähr. Wenn es zu lang dauert, werde ich es in Parts aufteilen. Dann kann ich nur noch sagen, viel Spaß. Und ja, wenn ihr sagt, nee, mach's generell so 20 Minuten ungefähr, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ja, dann viel Spaß. Der dunkle Herrscher Sauron muss den einen Ring zurückgewinnen. Mit seiner Macht wird er ganz Mittelerde unterwerfen. Nur Gondor steht noch zwischen Mordor und dem Rest Mittelerdes. Wenn Gondor fällt, gehört ganz Mittelerde Sauron. Rohan ist das Land der Pferdeherren, doch schon bald wird die Riddermark einem neuen Meister gehorchen. Ja, wir sind jetzt seit dem Isengard. Es ist die erste Mission, die wird von Enz und... Entschuldigung. Von Enz und Bogenschützen angegriffen. Isengard, der einstige Verbündete Gondors, gehorcht nun einem neuen Herrn, dem dunklen Herrscher Sauron. Eine Armee, die Mordors würdig ist. Nährt unsere Schmieden mit dem Holz aus den Wäldern von Nords. Wir brauchen Brennholz, um eine mächtige Armee zu erschaffen. Wir haben ein Gebäudefundament entdeckt. Ja, wir haben hier einmal Saruman mit ein paar Spells. Hier können wir schon mal eine Urkugel bauen. Kommt zu mir, meine Diener. Und wir haben hier einmal Schlangenzunge. Es ist mit dem Shadow and Flame Mod ein neuer Charakter. Ah, Speer aus Rohan. Überlasst sie mir. Hast das Licht verraten, Saruman? Wir haben genug Bäume für ein neues Gebäude gesät. Und ich gehe kurz mal auf die Armee hier ein, weil wir hier zwei Truppen haben. Die Flammenpfeile. Das ist eine Ability jetzt, die nur für eine kurze Zeit lang hält. Und es macht uns es halt nochmal deutlich schwieriger, Ends zu machen. Gehen wir mal hier rüber. Wir können machen erst einmal die Fähigkeit. Bei dir macht plus 50% Schaden und Rüstung. Dieser verfluchte Theoden plant eine neue Teufelei. Riecht ihr was? Behaltet den Norden im Auge. Viel zu tun. Sei mal, weit weich zurück. Und wir haben einen neuen Bauplatz. Ja. Wird die erst mal weiter durchgehen. Weiter! Kommt, meine Diener! Machen wir hier einfach noch mal ein weiteres Sägewerk. Der Wald weicht zurück und wir haben einen
Bauplatz. Oh, oh. Jetzt kommen die Ents. Kampf den Ents! Ehre, geh mal dahinter. Mal kurz anzünden. Und das war's mit dem Feuerpfeil. Jetzt sind halt die Ends deutlich schwieriger kaputt zu machen. Go, go. Halt das. Nein. Ich glaube, man merkt, dass jetzt die Ends leicht schwieriger geworden sind. Nein. Weg. Lasst euch nicht von. Los, bei ihm. Nicht überlassen. Den ersten Angriff der Ents haben wir schon mal weg. Fühle meine Macht! Vernichtet die Elfen! Lasst keinen am Leben! Niemand kann uns trotzen! Okay, dann. Das ist sogar praktisch, dass die Ents uns hier das aufgemacht haben. In dem Mod kann man es übrigens nicht schaffen, die Mauern zu verteidigen. Das funktioniert leider nicht. Nicht schon wieder. Ruhe! Isengard wird siegen. Wir haben genug Bäume für ein neues Gebäude. Arbeit! Dieser Arbeit schenkt eine Ruhe. Schnell! Mal auf die. Er versucht sie zumindest zu fällen. Nein! Hier auf den und hier auf den. Dann können wir hier die Feuerpfeile aktivieren. Okay, weil dieses Gebäude ist nicht zerstörbar. Das ist ein riesiger Vorteil. Und irgendwann gehen uns auch hier die Rohstoffe aus in Isengard. Darum wird man eh irgendwann expandieren müssen. Hier unten ist auch nochmal so ein kleines Expansionsbereich. Und so viel ich weiß, Moment. Bonus wird 16 Gebäude. Finish. Level mit 100 Einheiten. Yep. Bauen wir mal hier 16 Gebäude. In dieser Grube züchten wir Urund. So. Kriegen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Die Streitmacht muss größer werden. Er hat ihn weiß.
Niemand kann uns trotzen. Ja, ihr habt, Saruman hat eine Führerschaft plus 100%, Faden plus 100%, mehr Erfahrung für die Einheiten, die in seiner Nähe sind. Muss ich bloß herausfinden, wo er erstmal ist. Der gute Saruman, ja, hier ist er. Einmal Wizard Blaze, die, das ist sozusagen die Druckwelle. Mal Feuerball auf Stufe 2. Temperature, Wind Control, Target Enemy. Ah, das ist sozusagen Kontrolle übernehmen über eine Einheit. Endloser Supply. Muss ich nochmal schauen, was das genau ist. Saruman, deine Armee wird Isengard nur über unsere leblosen Körper verlassen. Die Rohirrim sind gekommen. Okay. Und dann haben wir hier Greathorns Wrath. Es ist sozusagen die Ultimate, wie Gandalf sie hat. Dann haben wir einmal hier Krima Schlangenzunge. Es ist eigentlich so ein Held, der immer das Early hat. Er ist jetzt nicht der stärkste Held. Der kann sich sozusagen Bahnen einmal sozusagen sabotieren. Ja, und noch zwei. Und nochmal so ein Damage-Buff geben. Nochmal noch einen Ugo-Trupp. Dann haben wir eh unsere Armee voll. Oh, hier unten ist nochmals was, wo man ein Sägewerk uns holen könnten. Hier geht mir hier runter. Nichts wird uns aufhalten. Macht euch kampfbereit, Uruks! Wir haben viel zu tun. Aufpassen, du! Macht eure Waffen bereit! Uruks! Bewegung! Los! Late is the hour. Wir haben viel zu tun. Dann noch. Wir können mal den Palantir machen. Stein von Ortran. Gehen wir. Dann würde ich sagen, triggern wir mal die Rohirrim. Ich drücke immer die falsche Taste. Hier entlang. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Gehen wir. Ereilt euch. Kommt, meine Diener. Angriff. Vernichtet sie! Isengard ist euer neuer Herr. Isengard wird siegen. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Bestraft alle Feinde Rohans! Macht euch kampfbereit! Eine neue Macht. Wir haben alle Bonus-Objectives, Saruman, Klimaschlangenzunge sind aufgestiegen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir Richtung Fangorn soll brennen, um Isengards Schmieden zu befeuern. Wenn es heißt, Fangorn wird brennen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.